10 Jahre. Okay. Und hat alles angefangen in Freiburg. In Freiburg. Und wie ist euer Name entstanden? Akutun. Akutun kommt aus der Sprache Mapuche, aus Chile. Und das bedeutet eigentlich so zurückkommen. Ja. Und ja, also ich glaube, mit dem Namen wollen wir vermitteln, dass wir wollen zeigen, woher wir kommen, dass wir zurück zu unseren Wurzeln kommen. Okay. Und dann, ja, so halt, was in, also in dem Bereich vom Tanzen, was haben sie vorher getan? So. Also im Prinzip dann die alten gebräuchlichen Tänze. Genau, die traditionellen Tänze. Die traditionellen Tänze, okay. Also nicht nur Salsa und Merengue und so. Wie seid ihr zum Tanzen gekommen? Es ist so entstanden, als Natascha, die Direktorin von Akutun, die hatten einen Auftritt zusammen mit einer Chilenin, Nilce Felsigi, die gerade nicht dabei ist. Die beiden haben so einen Auftritt gemacht an der Mensa von der Universität Freiburg. Und da war der erste Auftritt. Und einfach weil wir eigentlich tanzen lieben. Okay. Also hat es im Prinzip alles in der Uni angefangen, in der Mensa zu zweit. Ja. Also so, ich mit der Chefin. Ja, Natascha. Okay. Wie viele Tänzer seid ihr mittlerweile? Also so viel zu bei euch tanzen? 10 ungefähr. Ja. Also ungefähr 10. 10 bis 15. Ja. Also es kommt darauf an, ob wir zum Beispiel viele sind Studenten. Und ja, zum Beispiel wenn man lernen muss und so, dann kann man nicht immer dabei sein. Oder? Also da gibt es ja nicht irgendwie so, ihr müsst dabei sein, sondern es ist halt wirklich noch das Hobby dann im Vordergrund steht. Ja. Okay. Wie oft tanzt ihr dann so? So. Wie oft? Also in der Woche? Also wie viel üben wir? Genau. Also wir üben zweimal pro Woche. So zwei bis drei Stunden. Das ist schon viel. Ja. Und wie viele Auftritte hattet ihr jetzt so im Prinzip schon? Wie viele Auftritte? Zweimal. Die letzte Zeit schon mehr als so zweimal pro Monat. Ja, oder dreimal sogar. Also so insgesamt, so seit ihr angefangen habt? Ah, schon viele. Schon viele. Habt ihr sonst noch irgendwas zu sagen, so was euch betrifft als Tanzgruppe? Ja, eigentlich, weil wir aus verschiedenen Ländern kommen. Zum Beispiel, ich komme aus Nicaragua, Anna aus Peru, Natascha aus Mexiko, dann Chile und Mexiko auch. In Kolumbien, also überall. Und dann ist es schön, ein bisschen von anderen Kulturen zu lernen. Ja. Was ich schön finde, was man gesehen hat, sind halt so viele Nationalitäten, die sie aber trotzdem so gut verstehen. Ja, das mögen wir. Dass wir auch von anderen Ländern auch lernen ein bisschen und dann merken wir, dass wir alle was gemeinsam. Also im Prinzip der Tanz ist der Mittelpunkt, aber man kann immer noch viel dazulernen. Ja. Das ist schön. Und auch die Kommunikation unter euch, das ist einfach, man sieht es auf der Bühne, dass ihr euch einfach gut versteht. Ja, das passt gut. Genau. Ihr macht auch sehr viele verschiedene Tänze, also jetzt nicht nur das, was ihr heute gezeigt habt, sondern auch aus verschiedenen Ländern, verschiedene Auftritte. Ja, ist ja von jeder, also der uns einlädt, also was er will eigentlich. Wir können auch so nur von einem Land, Tänze aus einem Land tanzen, so aus verschiedenen Regionen oder aus verschiedenen Ländern, also von Mexiko, also machen wir so einen Mix auch schon. Also im Prinzip, so alte kulturelle Tänze gemischt mit neuen. Nein, eigentlich immer Folklore, also immer traditionelle Tänze, aber aus verschiedenen Regionen von dem Land. Ach so, also, ja. Weil zum Beispiel in Peru gibt es Küste, Gebirge, Urwald und die Tänze sind auch unterschiedlich. Komplett unterschiedlich. Ja, weil es sind andere Einflüsse an der Küste, sind mehr so aus Afrika und Spanien. Und kann man bei euch Mitglied werden? Also wir sind in Freiburg, wir wohnen alle in Freiburg und wer Bock hat, dann kann sich bei uns melden und dann
Okay. Habt ihr noch irgendwie eine Homepage oder Facebook-Seite, wo man euch dann im Prinzip folgen kann und sieht, was ihr in nächster Zeit so für Auftritte habt? Ja, auf Facebook haben wir eine Facebook-Seite, und zwar so wie der Name von der Tanzgruppe, Akutun. Mhm. Und dann findet ihr uns. Dann möchte, ich mich für das Interview bedanken und freut mich, dass es offen war. Danke auch.